So. Naja, und dazu kommt halt auch noch, dass es halt, ne, wie immer, ich habe halt auch einfach noch tausend andere Spiele, die ich gerne mal spielen würde. Von daher ist es auch nicht so dringend. Natürlich, irgendwie hätte ich Bock, direkt mit Dark Souls 3 weiterzumachen. Aber, ja. Die Liste der ungespielten Spiele, die ich allerdings schon besitze, die ist ziemlich groß. Ey, ich krieg's einfach nicht hin. Am besten ist bei den Gegnern, glaube ich, wirklich einfach, ich hau die zu klump. Sind ja beim ersten Schlag gestaggert und dann einfach den zweiten Teil dazu. Ihr seid zwar alle nicht so große Fans von Lords of the Fallen, aber da hätte ich ja auch mal Bock, das zu zocken, jetzt mit dem Dark Souls Wissen. Mal sehen, vielleicht gefällt es mir dann auch selber nicht mehr so gut, aber das würde ich gerne rausfinden. Naja, und ansonsten habe ich auch noch tausend andere Ideen, was man mal so spielen könnte. Vielleicht machen wir auch mal eine Oldschool-Runde und spielen Super Metroid zum Beispiel. Das wollte ich auch gerne mal spielen. Mehr Bosse, Boss und Gegner sind anders. Doch mit Buffs. Ja, muss ich mal probieren. Das Problem ist immer, dass auch wenn ich... Es gibt ja so ein paar Spiele, die ziemlich hohen Wiederspielwert haben. Ich weiß halt immer nicht, ob ich dann nicht trotzdem lieber ein neues Spiel spielen würde. Ich glaube, ich versuche jetzt erstmal den Boss. Hier sind auch noch ganz viele andere Wege, die man sich mal anschauen könnte, aber ich glaube, wir gehen jetzt straight zum Boss, bis wir den geschafft haben. Ja, es muss ja gar nicht an Dark Souls rankommen, um gut zu spielen zu sein. Nee, an Dark Souls kommt es definitiv nicht ran, sonst hätte ich, das wäre mir beim ersten Spiel schon aufgefallen. So gepackt wie Dark Souls hat es mich einfach nicht. Ey, wie ich es hasse. Mehr Konzentration. Da gehen wir doch erstmal woanders lang. Ja, naja, ich habe es ja ungefähr 15 Stunden gespielt und mir hat es echt viel Spaß gemacht, aber halt auch nicht mit dem Dark Souls Wissen. Also ich glaube gut genug, dass ich es gerne mal durchspielen würde, ist es in jedem Fall. Das ist ja auch, naja, halt kein so großes Entwicklerstudio und so. Wir haben jetzt gerade das zweite Source Strike gemacht. Hey, Jeff? Oder wie soll man das aussprechen? Ja, es ist halt ein Souls-like. Black Steel Katana. Wielded by Elon Knights, one of the sturdiest types of katana, preferred by masters with quick draw.
In the heyday of this of his land, the old Iron King fancied entertaining dubious and eccentric guests from faraway lands. Most of them were charlatans, but among the riffraff was an unusual knight from the Far East. He trained the Iron King's men in the sword in obeisance to his new lord. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich hätte jetzt mal heilen sollen. Das war zu knapp. Ja, ob es halt einen direkten Klon ist, dafür müsste ich es mir jetzt mit dem Wissen nochmal annehmen. Konnte ich so halt noch nicht beurteilen, weil ich es noch nicht kenne, aber wahrscheinlich hast du recht. Weil es auch von dem Stil und so, es ist alles schon sehr 1:1 kopiert. Deren neues Spiel war ja auch im Grunde nochmal dasselbe. Nur mit halt noch einem neuen Fürst. Das ist ja in so einem Sci-Fi-Universum gespielt. Ach komm! Ey, wie er immer noch eine Sekunde länger braucht, um zuzuhauen. Ja, ja, klar. Ich hab schon überlegt, ja, ob's nicht doof wäre, wenn ich es dann zocke und du es noch nicht kennst. Spoilerst du dir mehr oder weniger das ganze Spiel beim Zuschauen. Ich habe bei dem jetzigen Angebot jetzt schon überlegt, aber es ist halt irgendwie doof, so viel Spiel ohne DLCs zu kaufen. Und wenn die DLCs teurer sind als das Hauptspiel, finde ich es halt auch irgendwie doof. Kommt der denn eigentlich immer her? Der fällt da oben von der Seite. Ach, ich wusste, jetzt sterbe ich. Ja, das können wir auf jeden Fall so machen. Naja, jetzt kommt ja nochmal ein Winter Sale wahrscheinlich. Das wäre jetzt gerade der Black Friday Sale, wenn ich es irgendwie richtig durchblickt habe. Kommt ja sowieso ein Sale nach dem anderen. Das waren leider gerade relativ viele Seelen. Ich muss mich mal wieder mehr konzentrieren hier. Steht da rechts einfach. Ich hab den echt immer die ganze Zeit nicht gesehen. Ach. Ja, einerseits waren es viele Seelen, andererseits kommt man die so schnell hier wieder zusammen. Hey William, du bist ja schon früh da. Das nicht heißt, dass du wieder gehen sollst. Kommt man denn eigentlich darüber?
mir doch erstmal ein bisschen noch die Umgebung hier an. Ah, okay. Okay, das Ding ist irgendwie aus. Aus irgendeinem Grund. Hab ich das irgendwie ausgeschaltet und es nicht gemerkt? Ja, na dann aber nicht zu früh ins Bett gehen, sonst ist der Tagesrhythmus auch wieder am Arsch. Das passiert mir jedenfalls häufig, wenn ich irgendwie müde bin. Ach, wo sind wir denn hier jetzt schon wieder gelandet? Wir sind erst beim zweiten Schlag gestaggert. Wir könnten auch nochmal probieren, ob wir bei dem Boss die andere Waffe benutzen. Vielleicht ist da auch eine Waffe mit Elektro einfach scheiße. Fällt mir mal gerade so ein. Ja, genau. Der Rechner ist unterwegs. Ah, cool. Schon lange nicht meditiert mehr. Okay, aber die halten deutlich mehr aus als die wir damals hatten. Ach so, die kloppen hier einzeln die Dinger kaputt. Ja, wir machen eh erst den Boss, wir gehen hier noch nicht weiter. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach beide Hebel betätigt und damit ist das Ding aus. Achso, hier kommen wir nicht weiter. So, die Frage, wie kommen wir da rechts hin? Versuchen wir diesen Sprung hier. Irgendwie traue ich mich nicht. Da steht auch noch einer. Okay, versuchen wir den Boss. Keine Ahnung, ob das jetzt mehr Schaden macht als vorher. Wirkt so, oder? Mann, du nervst. Ich komme nicht schnell genug weg. Das ist echt krass. Blitz müsste ziemlich gut sein. Ja, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mehr Schaden mache. Das stimmt schon. Komm, wir haben 16. Wir benutzen jetzt noch eins.
Ja, genau, weil das halt hier ein Greatsword ist und das andere so ein Straightsword. Falls ich das mittlerweile so ein bisschen verstanden habe. Nur mit dem Schwert irgendwie immer schwierig abzusehen, ob man jetzt nah genug schon dran ist oder nicht, gefühlt. Das war gut. Das war nicht gut. Okay. Gut. Sind so viele Ausrüstungsgegenstände hier. Ich habe echt das Gefühl, dass ich Itemfind irgendwie extrem viel habe. Ist aber nicht so. Na? Was? So, neuer Versuch. Ich habe noch gar nicht rausgefunden, woran ich jetzt erkenne, dass er irgendwie so diese Explosion macht. Damit ich diesen AE-Damage dann kriege. Hiermit irgendwie wird er einfach immer heißer, ne? Kann sein, dass er dann irgendwie immer weniger Damage nimmt. Jetzt sind wir wieder normal. Zu früh! Es dauert einfach 12 Jahre, irgendwie das Highlight zu nehmen. Erinnert mich ein bisschen an... Oh Gott, wie ist er denn? Der schwerste Boss von Dark Souls 1 DLC. Artorias. Wenn man die Namen nicht alle richtig kennt, dann weiß man, man ist zu selten dran gescheitert. War aber schon gar nicht schlecht, war aber schon gar nicht schlecht jetzt. So langsam gehen mir diese Heilstein-Dinger aus. Naja, wobei 9. Was? Das hat mich getroffen? Was
dann der andere kommt doch dann einfach. Ah! Der aber auch. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Bei Trank. Und weiter. What the fuck? Hat der das Ding einfach durchschlagen? Der schießt zum Glück knapp an mir vorbei. Ganz knapp. Ich weiß nicht, macht der rein Feuerschaden? Nee, ne? Der macht hauptsächlich auch physischen Schaden mit seinem Schwert. Bis halt auf diese Welle, die er halt immer mal macht. Die ist wahrscheinlich reiner Feuerschaden. Aber wahrscheinlich, wenn das mich trifft, dann ist es einfach physisch. Okay, einfach nicht an den Arsch gehen, da macht er die Welle. Mann! Wenigstens werden die Ausrüstungsgegenstände hier automatisch schon mal repariert, wenn man dann am Bonfire sitzt. Die gehen zwar auch schneller kaputt. Und wie würde ich gerne mal probieren, darüber zu gehen, aber wir haben schon wieder 30.000 Seelen angesammelt, die dann weg sind. Also nicht, dass ich wirklich glaube, dass wir die wiederkriegen. Aber es gibt zumindest noch eine Chance. So. Ey, wie viele von diesen Helmen und so weiter finden wir denn bitte? Wir haben jetzt schon 3 Helme. Na gut, eine Rüstung, 4 Handschuhe und 3 Hosen. Gibt's ja eigentlich auch irgendwo Fackeln, die man anzünden kann oder so? Nee, ne? Hier brennt ja sowieso schon alles. So, neuer Versuch. Au! Ich hätte die Zeit mal zum Heilen nutzen sollen. Ich hau immer zu früh ab.
Und wieder. Meine Reaktionszeit ist zu gut. It's getting hot in here. Ja, gehen wir erstmal noch woanders lang? Wir haben noch tausend andere Wege. Die kamen mir nicht so krass schwer vor. Ob's viel mehr bringt, weiß ich nicht. Ich denke, solange die Seelen da liegen, probieren wir es noch. Wir könnten natürlich nochmal dieses Ding einschmeißen, was Feuerwiderstand erhöht. Aber davon haben wir auch nur noch eins. Das ist jetzt nicht aufgeben. Naja. Aufgeben nicht, nur vielleicht die Reihenfolge ändern. Rein in den Mysterio. Hier. Temporarily boost Fire Defense. Ich kann ja mal so ein Ding einschmeißen. Schaden wird's nicht. Zu früh! Welche Ringe habe ich eigentlich gerade? Ring of Blades? Steel Protection, Life. Finde ich eigentlich insgesamt gar keine schlechte Kombination, was ich hier benutze. Wir können natürlich mal den Red Tearstone Ring probieren. Ich weiß, dass die ganzen Speedrunner den auf jeden Fall benutzen.
ich weiß nicht, ob in Dark Souls 2, aber im ersten. Aus naheliegenden Gründen gucke ich keine Dark Souls 2 Speedruns. Das war knapp. Irgendwie habe ich nicht so viel Reichweite, wie ich immer glaube. Ach komm! Das war leider sehr gut. Man muss auch mal seine Gegner loben. Ich lern's einfach nicht. Ja, und jetzt geht er quasi schon ein Level hoch, obwohl ich noch keinen Schaden gemacht habe. Ich roll immer durch, krieg aber trotzdem den vollen Schaden. Wahrscheinlich muss man einfach gerade nach hinten wegrollen. Oder man muss nach vorne rollen. Das ist in dem Spiel leider manchmal ein bisschen strange, dass man einfach in den Gegner reinrollt. Und so optisch sieht man, dass man total getroffen wäre. Aber im Spiel kriegt man dann keinen Schaden. Zumindest war es im ersten Dark Souls oft so. Die habe ich bisher noch nicht so oft versucht. Der Vorteil an Lords of the Fallen, dann kann ich auch mal einen Souls-like mit nur 20 FPS spielen, wie die anderen Console-Peasants.
So, komm, jetzt haben wir wieder hier Max HP. Ja, wir könnten natürlich auch jemanden beschwören, aber... Wer wäre denn das hier eigentlich? A Tale of Mirror. Ah. Aber nee, wir schaffen das natürlich ganz alleine. Ja, ist mir schon klar. Ich spiele offline. Wer soll das sein? Abgesehen davon, dass man die ja irgendwie schon dreimal getroffen hat. Mann, das gibt's doch nicht. Ihr seid doch alle Kacke. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich denke, es ist genau der richtige Moment, um den jetzt anzugreifen. Und dann irgendwie kommt noch der Feuerschwall hinterher. Wie soll man denn bitte was gegen den machen? Oder ist es einfach random? Du hast jetzt Pech, weil jetzt kommt der Feuerschwall? Bin nach hinten, aber... Ich hab doch hier mit dem Daumen hab ich doch... Ich hab doch gerade... Ah, okay, die Gegner fangen an, nicht mehr zu spawnen. Vielleicht wäre das ein Incentive für mich, auch die Bogenschützen da öfter mal zu killen. Item. Oder gibt es irgendwas, was man hier machen kann in der in dem Level, was den Boss irgendwie schwächt? Nee, ne? Der ist einfach so. Man muss ihn nehmen, wie er ist. Mann, zu früh. Also wir könnten theoretisch mehr Feuerwiderstand anziehen, das würde aber alle anderen Sachen extrem senken.
dass sich das lohnt. Ich glaube, wir haben auch nicht genügend Twinkling Titanite oder sowas, um noch irgendwas zu leveln. 2. Na gut, aber würde halt nicht für das Schwert gelten, sondern für das andere Schwert. Und das hier ist wahrscheinlich sowieso besser gerade. Die Stelle. Mehr Gegner despawnen. Finde ich ja eigentlich ganz geil, dass die Gegner nicht beliebig oft respawnen. Ich check's manchmal einfach nicht, warum das nicht als gutes Ausgewichen zählt. Okay, bei dem weiß ich's. Ja, krass. Eigentlich müsste ich mal gucken, wie oft ich bei welchem Boss insgesamt schon gestorben bin. Das würde mich mal interessieren. Aber ich glaube, dass ich bei dem Boss genauso oft gestorben bin, wie bei diesen drei Sentinel Guardians oder was das waren. Da muss ich jetzt schon noch eine Weile probieren. An dem bin ich schon echt häufig gestorben. Immer noch zu früh, Mann. Ich habe so lange gewartet gerade. Muss man eher nach links wegrollen, wenn er von links zuhaut? Ist das besser? Immer in die Richtung, wo der Angriff herkommt. Naja, und später rollen. Das sehe ich ja dann schon und immer. Aber es ist trotzdem schwierig, weil die Angriffe halt alle unterschiedliche Timings haben. Immer in die Richtung, wo der Angriff herkommt. Ja, das muss ich mal noch mehr verinnerlichen. Das war knapp. Gewöhn dich schon mal den Boss. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal noch so ein Human Effigy.
mal wieder falsch. Brauche ich gerade nicht wirklich, aber schaden wir es auch nicht. Die Lichteffekte sind aber echt saugeil in dem Spiel. Stamina, lad dich auf, verdammt! War okay. War okay. Irgendwie zwei Schlägen besser ausgewichen und das wär's gewesen. Falsche Seite wieder. Mann, ey! Arschloch! Zu spät. Zu früh. Das kann ich irgendwie gar nicht so richtig abschätzen, warum er da so eine Druckwelle macht und wie ich dem hätte entgehen können. Vielleicht nicht anzugreifen, wenn er seine AOE macht. Ja, ich weiß, ich sehe halt nicht, wenn er die macht. Das ist das Problem. Zu früh. Spät. Spät. Aber ja, er macht sie anscheinend immer, wenn er... wenn seine Deckung gerade unten ist und er daneben gehauen hat. Aber es ist gleichzeitig der einzige Moment, wo ich ihn angreifen kann. Vielleicht dann nur einen Schlag machen immer. Ich probiere eigentlich immer zwei Schläge. Ich versuche halt gerade am Anfang relativ viel Schaden zu machen, weil er ja immer stärker wird während des Kampfes.
Ein Glück habe ich OP-Klamotten an. Dann schlag mich schon weg. Ja, dann weiß ich nicht, ob es damit viel einfacher wird, weil oft genug in 90% der Fälle macht er die AE-Attacke ja nicht. Mann, immer zu früh. AE? Nee, doch nicht AE. Ach komm, ich war doch wirklich schon weg. Teilweise ist das Timing so schwierig. So knapp. So knapp. Okay, da hätte ich jetzt aber nach rechts ausweichen müssen, dann wäre es wahrscheinlich gegangen. Einen Versuch machen wir noch so, nächsten Versuch dann wieder Human Effigy. Ja, das wäre zu früh. Aber hat geklappt. Was zur Hölle macht ihr da? Kamera, bitte! Das war zu spät. Da kommt die Aoi. Aber zum Beispiel nach dieser Attacke kann ich eigentlich immer zwei Schläge machen. Woran habe ich jetzt... Hätte ich jetzt sehen können, dass er jetzt die AOE-Attacke macht. Der sitzt doch immer so da, oder? Nach der Attacke. Wahrscheinlich einfach, weil die Attacke mich getroffen hat. Und wenn sie mich schon getroffen hat, dann halt nicht noch rangehen, auch wenn er noch braucht, um wieder aufzustehen. Aber wenn er halt ebenso lange noch da sitzt, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen, dass er aus gutem Grund dann noch sitzt. Aber ich glaube, ich wechsle nochmal einen Ring... Zwar bringt mir der Red Keystone Ring dann doch irgendwie zu wenig. What the fuck? Was willst du denn jetzt? Hier
nehmen wir doch den Ring of Blades, mach noch ein bisschen mehr Damage. Irgendwie bin ich immer, wenn ich low bin, dann ziemlich schnell tot. Zu früh. Die andere Richtung ausweichen. Hinter ihm stehen. Heilen. Ey, wieder so wenig Schaden gemacht und jetzt ist schon Phase 2. Schaden, ey. Weg, 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 weg! Da ich jetzt gemerkt, dass er zu lange da sitzt, aber war schon zu spät. So, heilen. Voll heilen. Raufhauen. Zwei Schläge, weg, weg, weg! Ah! Zu früh! War aber gut, war aber gut. Gefällt mir. Der Typ ist ganz schön gemein. Wiedersehen. Zu früh, ey, ich krieg's einfach nie gebacken. Der Schlag da war zu greedy. Zeigt er sich? Wahrscheinlich auch. Das ist ja bei ihm keine Heilung, sondern eine Stärkung. Okay, Level 2. Ach komm, ich war so weit weg. Manchmal check ich's nicht. Das war dumm. Er stärkt sich, ich stärke mich. Ich hab zweimal gedrückt, er hat jetzt irgendwie nur einmal. Das war doch nicht zu früh, oder? Ich check's nicht. Es ist zu heiß. Wie viele Tode hatten wir jetzt an dem? 15? 20? Irgendwie sowas im Dreh, ne? Oder sind es schon mehr? Ich glaub
bei 115 Toten oder so haben wir hier den angefangen. Müsste echt mal gucken, bei welchem Boss ich insgesamt bei beiden Dark Souls Teilen am öftesten gestorben bin. Interessant. Weg, 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 weg! Mann! Ich check's immer nicht. Zu früh! Wieso bin ich da immer zu früh? Oder war das zu spät? Ich hab keine Ahnung, der dreht sich sowieso gefühlt immer mit bei der Attacke. Ich glaube, bei Bed of Chaos sind wir ziemlich oft verreckt, aber ich überlege, was waren denn sonst noch Bosse, an denen wir ziemlich oft gestorben sind. Also hier natürlich die drei Sentinels. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Irgendwie gefühlt, egal wie ich da ausweiche, ich fresse immer den Schlag. Ich muss einfach hoffen, dass er den nicht macht. Red Tearstone Ring, ja. Ist halt irgendwie schwierig. Ich glaube, der ist aktiviert bei unter 30% oder unter 20% oder sowas. Der bringt ziemlich viel, ich glaube plus 50% Angriffskraft oder sowas Unglaubliches, aber ja, in der Regel, wenn ich so wenig HP habe, bin ich sowieso tot. Ach komm! Ich seh's nicht. Nimm jetzt nochmal einen Human Effigy. Vielleicht hätten wir doch mehr Vigor leveln sollen. Da gibt es kaum einen Unterschied von der Animation, ja. Ja, das... Wahrscheinlich wäre das die klügere Idee. Ich weiß halt nicht. Ich versuche halt gerade, wie gesagt, gerade am Anfang irgendwie möglichst viel Schaden zu machen, weil der Kampf sonst schwieriger wird zum Schluss hin.
Und dann denke ich mir mal, okay, jetzt am Anfang gehst du das Risiko eher ein, weil meistens funktioniert's. So, dass ich diese Attacke nie ausweichen kann, nervt mich. Ach so, vielleicht wenn ich näher dran stehe? Hier kann ich eher dran vorbei. Ah, das ist besser. Das habe ich generell in Dark Souls noch nicht so richtig begriffen, wann es sinnvoller ist, an den Gegner vorbeizurollen. Bei den Sentinels am Schluss war das auch der Moment, dass ich da gewonnen habe, dass ich an den Sentinels eher vorbeigerollt bin. Also quasi auf den Gegner zu. Ah, jetzt hütet er mich. Fuck. Ich glaube, das ist the way to go. Dann vorbeirollen. Beziehungsweise auf ihn zurollen. Was auf jeden Fall eine gute Idee ist, ist wirklich nur heilen in dem Moment, wo er sich selber auch hochpowert. Sonst ist die Chance einfach zu hoch, dass er einen tötet. Problem ist noch mal, vorbeirollen ist, dass man halt auch nicht hinter ihm stehen will. Da muss man echt drauf aufpassen. Au. Ich glaube, der Unterschied von der Animation ist einfach nur wirklich, in der einen Animation sieht man, dass er dabei ist, wieder aufzustehen und in der anderen Animation nicht. Hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder auf ihn zurollen müssen. Wirklich dieses auf ihn zurollen, das ist total gut. Also naja. Nein, jetzt macht er das. Ach Gott, ich hab's noch gesehen und dann war ich schon zu spät. Na gut, zwei Sachen gelernt. Schon ist da in der Mitte auch noch was Spannendes, als gucke ich mal an, wenn der Gegner hier tot ist. Und vielleicht kann ich die Seelen ja wirklich behalten. Ach, schon wieder. Thank you.
Nein! Es ist schon ganz schön knapp mittlerweile. Ah, gefällt mir echt, dass die Gegner hier despawnen. Für die Leute wie mich, die es nicht ertragen können, einfach an einem vorbeizurennen. Ach, das war dumm. Irgendwie ist die Stamina viel schneller weg, als man das sich so vorstellen kann. Das war nicht gut. Ich muss auf jeden Fall zwischen den Schlägen immer mal echt eine Pause machen, um Stamina wieder aufzufüllen. Das ist mir dafür zu wenig Zeit. Eben hat es geklappt bei dem gleichen Schlag, aber ich stand näher dran. Ach, das war dumm. Auf ihn zu rollen. Auf ihn zurollen, wieso roll ich denn nach rechts? Nächstes Mal dann auch wieder Human Effigy und dann klappt es hoffentlich. Ach, fuck. Wie unfassbar viel Damage macht das bitte? Okay, da hat er mich nicht erwischt und trotzdem...
70.000 Seelen und wir können sie nicht benutzen, außer wir hauen den um. Das wird hoffentlich demnächst noch passieren. So, jetzt haben wir wieder voll AP jetzt. Ach, manchmal klappt das und manchmal klappt es nicht, mit dem zu offen zu rollen. War schon voll auf einer Runde. Weg! Weg, 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 nein! Ach komm! Hey Diversus, na? Nein! Oh Gott! Ich war doch weit genug weg, ey. Das war so gut. Schauen wir mal eben was zu trinken. Einen Moment. So. Ja, ich bin mal echt gespannt, ob der Death-Counter am Schluss höher wird, als der im ersten Teil war. Ich glaube, beim ersten Teil waren wir am Schluss bei knapp 230 oder so. Mit allen Add-ons und so. Hier wird es wahrscheinlich eher mehr, denke ich. Nee, insgesamt. Insgesamt. Wir spielen jetzt 22 Stunden etwa, 23 Stunden. Nee, heute waren es aber schon extrem viele. Ich glaube, heute alleine waren es ungefähr 50. Oder? Kommt es hin? Ich glaube, wir haben mit 95 Toten oder sowas angefangen heute. Also die aktuellen Stellen waren auf jeden Fall bisher die schwersten im gesamten Spiel für mich. Wahrscheinlich auch schwerer als die schwerste Stelle in Dark Souls 1. Ey, manchmal verstehe ich es nicht. So, komm her, du!
richtig schlecht. Antwort. Kein guter Versuch. Aber den kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch down. Wir waren schon zweimal ziemlich nah dran. Ach Mann, jetzt macht er es aber auch echt immer. Der weiß es, mich da jedes Mal schafft reinzulegen. Also, ne, wenn immer der gleiche Trick funktioniert, warum dann auch was anders machen? Ja, ich werde jetzt für die nicht mehr rangehen, glaube ich, wenn er das macht. Geht da Level up? Nee, noch nicht. Jetzt Level up. Der gute Smelter Demon. Warum ist eigentlich irgend so ein Horse wie dieser Smelter Demon so krass stark? Stärker als irgendwie andere krasse Bosse, die irgendwie diese großen Flammen droppen und sonst was. Er ist ganz schön gemein. Nee. Fuck! Level 3. Nimm den scheiß Heiltrank! Ach Gott, okay, auf Level 3 bin ich da nicht weit genug weg.
noch einen Meter zurück und dann den Scheißheldrang nehmen. Ich glaube, so langsam habe ich sein Pattern echt gut raus. Ich muss nur dann das auch noch richtig ausführen. Nur. Zwei. Drei. Ja, wenn das auch noch ewig dauern würde, wenn man da wieder hinkommt. Upp, die Attacke sehe ich gerade zum ersten Mal. Okay, weg und Heiltrank. Nimm den scheiß Heiltrank. Okay, ich bin immer noch nicht weit genug weg. Ich muss noch weiter weg. Zumindest auf Level 3. Da hatte ich ja im ersten Teil richtig Angst bei Nito. Der jetzt wahrscheinlich nichts sagen, aber der Weg dahin, den fand ich unglaublich schwierig. Und den haben wir aber zum Glück im zweiten Versuch gelegt. Ich habe echt so viele Versuche wie bei dem Boss hier, habe ich bisher noch bei keinem Boss bei Dark Souls gebraucht, also weder beim ersten noch beim zweiten. Bin mir gerade unsicher, ob wir bei den Sentinels länger gehangen haben hier. Aber ich glaube, die haben wir mittlerweile auch überholt. Damit für mich vielleicht schwerster Dark Souls Boss bisher. Komm du! Und Level 3. Komm! Was ist das denn?
habe gehofft, dass er diese Sprungattacke macht. Da habe ich dann genügend Zeit, einen Heiltrank zu nehmen. Aber ansonsten ist die Chance relativ hoch, dass in dem Moment, wo ich mich heile, ich auch sterbe. Ich dachte, solange weiter Damage machen, wenn er die macht, kann ich mich heilen, wenn ich mich glaubt. So, wir nehmen noch einen Effigy. Eigentlich kann man davon jede Menge. Wenn ich da jetzt hier angetreten wäre mit nur 3 oder so, dann würde ich auch deutlich sparsamer damit umgehen. Aber wir waren jetzt bei 16 oder so, sind immer noch bei 9. Solange ich noch irgendwie 1-2 übrig habe, ist das okay. Für den Notfall. Ach komm! Und tot. Nee, nicht tot. Was? Die Reichweite hat gereicht? Ja, ich wäre tot. Okay, Level 3. Ach Mann! Es steht einfach genau in der Mitte. Gut, dass es trotzdem gereicht hat, die Entfernung. Ich hatte kein Stamina mehr für die Rolle. Das ist ja kein Stamina Blues. Oh Mann, ey. Dieser Drecksack. Level up.
Ach komm, du dummer Wichser. Au. Wie hat mich denn das bitte getroffen? 150 Tode. Kurz Pinkelpause. Wenn ich so weitermache, dann kriegen wir heute mehr Tode hin als in allen anderen Dark Souls 2 Streams zusammen. So, bis gleich. So. Ja, ja, klar. Nicht so einfach. Das Problem ist halt, dass es... Vielleicht mache ich auch da grundsätzlich was falsch, aber dass es halt in diesem Spiel sehr lange dauert, so eine Flask zu nehmen. Und ich habe halt nur relativ wenig Möglichkeiten. Und ich schaffe es auch immer noch nicht, alle Sachen von dem allen Angriffen auszuweichen. Also es gibt manche Sachen, wie halt wenn er so erst von der einen Seite haut, dann von der anderen Seite haut. Da ist es relativ häufig, dass ich einen Schlag fresse. Das zieht mir halt dann ungefähr 50% der HP ab. Und wenn ich dann nicht demnächst eine Möglichkeit kriege, mich zu heilen, dann tötet mich das halt natürlich. Halt, wenn ich es schaffen würde, den Schlägen relativ sicher immer auszuweichen, dann hätte ich da schon mal Probleme gelöst. Hier, jetzt hat es mich wieder getroffen. Ja, okay, es war jetzt auch. Das Problem ist aber, wenn ich gerade auf den zurollen will, weil das insgesamt besser funktioniert, dann kann ich mir halt nicht aussuchen, ob links oder rechts, sondern das kommt dann nur darauf an, wie ich stehe. Ich kann mich halt nicht heilen dann, wenn ich dann von sowas getroffen werde, habe ich nicht die Zeit, das wegzuheilen. Das ist halt immer der sichere Tod. Aber mit so wenig HP hätte ich natürlich jetzt auch nicht wieder rangehen können, weil das wäre genauso der sichere Tod gewesen. Ja, ich muss einfach seinen Schlägen noch besser ausweichen. Wenn ich halt von sowas mal wieder getroffen werde, dann... Naja. Aber es war ja schon relativ knapp ein paar Mal. Einfach ein paar weniger dumme Fehler und der liegt.
War das knapp, bitte. Trotzdem, obwohl ich in die richtige Richtung irgendwie gefühlt... Wie weit bin ich denn gerade von deinem Schlag, bitte, weg gewesen? Ja. In die richtige Richtung, mit gefühlt richtigem Timing ausgewichen und Hälfte AP weg. Keine Ahnung. Hey, Mirwin. Naja, wird schon besser. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht getroffen, wenn ich einfach nur vor ihm stehe. So nah genug dran bin. Ich glaube, das hilft generell bei dem Boss, irgendwie näher, nah an ihm dran zu sein. Macht es natürlich ein bisschen schwierig, dadurch, dass er brennt. Ja, ich glaube, bei dem Schlag zum Beispiel kann man nur ausrechnen, wenn er dran ist. So, weg, heilen. Das war gut. Im Schlag kann man irgendwie nur ausrechnen, aber ich bin wirklich so gefühlt. Doch, weil ich dem gerade ausgewichen bin. So, jetzt komme ich nochmal weit genug weg und heilen. Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Mann, wieso hat mich denn die Scheiße jetzt getroffen, ey? Leck mich. Leck mich! wie es immer so gut aussieht und im nächsten Moment der sichere Tod kommt. Der Ding ist so cancerous. He's just evil. I just need to concentrate. I guess we can do it. Ah, es war dumm. Aber er muss sich hier gleich hochleveln und dann kann man es heilen.
willkommen. Early. Okay, for 70k souls. I don't know. Maybe it's not a bad idea. Yes, we can do it. Kann ich den Homeward Bone einfach gleich dann benutzen, wenn ich den... Man kann auch so einen Ring benutzen, das ist auch eine gute Idee, aber ich glaube, dass mit dem, wir haben so viele Homeward Bones, müsste eigentlich gehen am Anfang, ne, dass der... Didn't thought of that. Thought we, you need more time for, to use that Homeward Bone. Close! Ja, wenn es nicht funktioniert hätte, hätte man natürlich genauso gut einfach noch warten können. Also, das halt nächste Mal nochmal probieren oder halt den staggern können, dass er in Phase 2 geht. Dann meinte ich noch ein Zeug upgraden? Ich glaube nicht, oder? We upgrade something? We can't upgrade that one. And the sword we are currently using is fully upgraded. Could upgrade the armor we are wearing, but I don't know if that's good enough. I don't think it is. So, just level. Yeah, no problem. Miruin. The Miruin? Bearer, seek less. Five levels. So, like, do we use it to get some vigor, some stamina? Beweglichkeit, also Adept, so, also Agility. Ah, you're French. So welcome. But I'm just switching back and forth from German to English and back again. Ich weiß nicht, lohnt sich das? Is that worth it? I don't know. It's like 3 levels for 3 agility. I have no idea what... what 3 agility is like. So maybe 3 agility and some vigor.
Or do we get strength till 40? Visibility frames during roll. So maybe 5 levels in adept for 4 agility. I guess 3 agility is just as good. And some vigor. Maybe 1 vigor, 1 strength. I guess I want strength to be 40. That's not enough for another level. So, we're human, we're using effigy. Full HP. And let's try again. Yeah, I knew agility is good for rolling and healing. I just wasn't sure if one agility is worth one level. But maybe it is. Maybe it is. Good luck, thanks. I guess I'll need it. Just regular with all the DLCs. We are not getting far away. Okay, it's enough. Enough distance. Fuck! Why did I miss him? Okay, let's heal one more time. So close! Yes!
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, Alter. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich einen großen Unterschied macht, Warner. Ich hätte nicht gedacht, dass von 90 auf 93, dass es so viel ist. Aber wahrscheinlich werden wir jetzt wirklich noch ein bisschen mehr das Adept leveln. Ich würde halt gern Stärke noch ein bisschen höher bringen, aber ansonsten auch Vigor und Adept ein bisschen hochleveln. Ach, GG. GG.